Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallöchen, ihr Lieben. Es ist Dienstag, es ist jetzt kurz nach 6. Aber ich fange jetzt erst mit dem Essen kochen an, weil ich vorhin unterwegs war. Isabel ist beim Training. Und ich habe von meiner Mama die Vorhänge für Manuel abgeholt, die sie für ihn genäht hat. Für seine Wohnung, also für sein Zimmer. Ja, ich werde heute im Instant Pot was machen. Und zwar habe ich gedacht, ich probiere mal eine Lasagnesuppe. Ja, in diesem Video gibt es nachher auch noch Mimimi. Aber ja, Mimimi kommt später. Jetzt werde ich euch zeigen, was ich alles dafür nehme. Auf jeden Fall Hackfleisch. Und dann habe ich gedacht, Gemüse. Ich habe hier jetzt eine rote Spitzpaprika, eine halbe, ein bisschen mehr als halbe orangene Paprika, dann ein paar Möhrchen. Zwei Zwiebeln und zwei Zehen Knoblauch. Ja, und das Ganze muss ich jetzt natürlich erstmal schneiden. Und deswegen, ja, lege ich damit los. Aber ich stelle schon mal den Instant Pot an, weil das muss ja erstmal alles noch angebraten werden. So, da steht das gute Stück. Und jetzt, genau, erstmal, mal sehen, ich nehme mal ein paar Minuten mehr. Und ich gebe Öl rein. Ja, jetzt kommt die Vorheizphase. Und in der Zwischenzeit schneide ich alles erstmal klein. Und die Zwiebel, die gebe ich schon mal gleich rein. Die andere auch. Ja, damit es schneller geht, werde ich einfach mal die Möhren und den Knoblauch wieder reiben. Das geht schneller, als hier so klein zu schnippeln. So, die Möhren, die gebe ich jetzt auch rein. Und lasst ihr ein bisschen anbrutzeln. Gerade hat mein Handy gepfiffen, irgendwas hat hier mir Nachricht geschickt. So, und jetzt schneide ich ein. Ach, den Knoblauch habe ich was vergessen. Knoblauch? Den muss ich auch vergessen. Knoblauch darf nie fehlen. Habt ihr gehört? Knoblauch darf nie fehlen. Okay. Und rein damit. Also ich habe mir mehrere Rezepte wieder angeguckt und jetzt wird der Freischnauze so zusammengebrutzelt. So wie man das von mir kennt. So, und jetzt packe ich das Hackfleisch rein. Jetzt schneide ich die Paprika klein. Ja? Ja, Leute. Ich muss jetzt los. Gerade hat die Trainerin angerufen. Und ja, Isabel ist vom Schwebebalken runtergefallen und den Arm verletzt. Und hier geht es jetzt richtig schlecht. Also muss ich das erstmal hier abbrechen. Oder ganz schnell so weit machen, dass das alles von alleine weiter kocht. Ich glaube, das mache ich jetzt noch ganz schnell. Auf die paar Minuten kommt es bestimmt jetzt nicht mehr an. Und die haben sie da hingelegt. Beine hoch und
Ja. So. Jetzt schmeiße ich jetzt ganz schnell noch das hier rein. Die Paprika. Ja, und gebraten ist das ein bisschen. Weil essen müssen wir ja nachher trotzdem. Und je länger ich das jetzt. Ich sag's euch, Mimimi ohne Ende heute nachher. So, das Hackfleisch und das ganze Gemüse ist jetzt drin. Und ich nehme jetzt 2 Packungen passierte Tomaten und gebe da rein. Natürlich Wasser. In beide rein. Umrühren. Rinderbrühe. Erstmal nur so viel. Noch mehr Wasser natürlich. Und Salz. So, und jetzt breche ich das Programm mit Anbraten ab. Und, ups, was habe ich denn da jetzt? Ach ja, das Ding ist ja magnetisch. Zu und dann, ach ja, mache ich mal, ich glaube, das Programm für Chili. Und die Zeit. Naja, machen wir mal 9 Minuten und dann ja, sehen wir weiter. Ich werde jetzt meinen Mann anrufen und gucken, was wir machen jetzt. So, ihr Leute, bevor ich gleich zusammenbreche, mache ich jetzt mal weiter. Zum Glück habe ich mich für den Topf heute entschieden, sonst, ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt hier Lasagneblätter. Und die breche ich jetzt einfach so in kleine Stückchen rein. Nehme ich den auch. Ja, jetzt gebe ich noch ein bisschen Salz rein. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Dill. Und Lorbeerblatt. Und ich nehme das gleiche Programm wieder, Chili, und 5 Minuten. So, und jetzt kommt das Mimimi. Kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen, alles. Isabel ist ziemlich schwer vom Stufenbarren gestürzt. Und hat sich den Arm hier überstreckt. Und natürlich Schock, richtig Schock. Weil das ja auch ein bisschen geknackt hat und ja, ich habe die gerade abgeholt. Sie ist die ganze Zeit nur am Zittern, ist weiß wie meine Küche, ist nur am Weinen.
wir müssen jetzt gucken. Wenn es schlimmer wird, müssen wir ins Krankenhaus. Aber ich hoffe oder ich denke, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist. Ich habe jetzt Arnika Schmerzsalbe drauf geschmiert und Schmerztabletten gegeben. Ja. Mir geht es gerade auch nur am Zittern, dass ich die Rinde gut abholen konnte. Das ist echt, also, ich bin ja dahin gerast. Ja, die lag da echt und nur am Weinen. Ist ja auch klar. Ja. So, jetzt ruhig. Das war eigentlich aber nicht das geplante Mimimi. Ne, weil davon wusste ich ja vorher noch nichts. Das geplante Mimimi, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen, ist, ja, erstens das Auto von Christian. Die Batterie hat die letzten Tage immer wieder schlapp gemacht. Wir haben eine neue, kriegen die aber nicht eingesetzt. Wir kriegen die alte nicht rausgeholt, weil da irgendwas wahrscheinlich überdreht wurde beim letzten Mal, als da irgendwas rausgewechselt wurde bei der Batterie. Kriegen wir nicht raus. Jetzt haben wir bei unserer Werkstatt angerufen. Der wollte eigentlich heute noch kommen und das Auto abschleppen. Aber ist noch nicht gekommen. Mal sehen, wann er kommt. So. Und noch was. Ich wurde gehackt. Schon wieder. Wer macht denn sowas? Warum? Meine Freenet-E-Mail-Adresse wurde gehackt. Anscheinend wohl schon Ende September, habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich nichts schreiben musste, keine E-Mails damals. Jetzt wollte ich im Buchholz für uns, für die Welt, für Bundesliga was bestellen, die Tickets, damit wir mit Isabel hin können und wieder Elle Seitz und Kimbui und alle wieder live zuzusehen und vielleicht auch Fotos zu machen mit denen, wenn das klappt, mit ihnen zu reden. Und was zeigt mir Freenet? Ja, ich wurde gesperrt. Ich kann keine Nachrichten verschicken, weil von meiner Adresse ganz viele, nicht ganz unklare, keine Ahnung, an komische Adressen E-Mails versendet wurden. Ja, warum? Warum, verstehe ich nicht. Und auch Facebook. Ich muss mich mehrmals am Tag neu anmelden, neues Passwort mir ausdenken, weil von verschiedenen Standorten, von verschiedenen Browsern in ganz Deutschland kreuz und quer schon, ich glaube sogar auch aus einem anderen Land, auf mein Profil zugegriffen wurde. Warum? Was wollen die Leute von mir? Ich tue doch keinem was. Es sind ja doch nur Kochbilder überwiegend auf meinem Kanal, auf meinem Facebook-Account. Nichts anderes. Was wollen die Leute mit meinem Facebook? Oder auch Instagram. Seitdem damals jetzt im Sommer Saskia mir gesagt hat, ich wurde gehackt, habe ich, glaube ich, schon noch zweimal musste ich mich neu anmelden, da neue Passwörter ausdenken. Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Ich verstehe echt die Welt nicht mehr. Ich kann das überhaupt nicht gebrauchen gerade. Naja, das ist alles unwichtig. Hauptsache Isabel geht's besser. Ich werde gleich nachher sehen. Der Topf kocht das mal weiter von alleine und dann zeige ich euch, wie das Essen aussieht. So sieht die Suppe jetzt aus. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Schmand rein. Und ein bisschen Schmelzkäse. Und das rühre ich jetzt einfach ein. Ja, und so sieht es jetzt aus. So, ihr Lieben. Das Video ist schon wieder nicht so geworden, wie ich es wollte. Aber das kennen wir mittlerweile von mir, ne? Hier passiert immer irgendwas. Ist eben so bei so vielen Personen im Haushalt mit Kindern und so. Passiert schon mal wieder was. Ja, ich bin gerade auch
ein bisschen am Zittern, mir geht es gerade auch ziemlich komisch. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt essen. Es ist ziemlich spät geworden, es ist gleich 7:30. Ich werde jetzt die Familie zusammentrommeln und dann essen wir. Drückt bitte die Daumen, alle die ihr zu Hause habt, dass Isabel ganz schnell wieder fit wird, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist, außer jetzt überstreckt. Die hat gerade auch wirklich starke Schmerzen. Ja, Tablette will sie aber nicht nehmen. Ich habe ihr die jetzt dann hingelegt. Die wartet das mal ab. Ich halte euch auf dem Laufenden, was passiert weiter, ne, mit ihr und wie es ihr geht. Könnte sein, dass vielleicht in den nächsten Tagen nicht so viel von mir kommt. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann momentan wirklich nichts planen. Es hängt alles davon ab, ob Isabel sich wieder erholt oder doch irgendwie zum Arzt oder ins Krankenhaus muss. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Und wir lassen uns jetzt die Lasagne schmecken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.